Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Wings Special, zur allerletzten Folge. Und wieso habe ich nur 40 FPS? Okay, jetzt sind wir wieder bei den 50, alles klar. Ja, die letzte Folge, wir werden in dieser Folge The Man spielen. Vorher werden wir uns aber alle sekundären Flugzeuge anschauen, die wir hier freigeschaltet haben. Und der hier kommt mir irgendwie spontan vor wie so ein neuer Charakter, ne? Weil der so aus unbekannten Gründen anders aussieht. Ja, ich weiß, ich mach's spannend, ne? Mit The Man. Oh. LOL! Okay, ich kann dann mit Viereck immer so schön boxy-boxy machen. Okay, und dann hat der CEO gesagt, alles klar. Die gelben Panzer hier sind mir neu, oder? Generell ist das wieder mal ein wenig angepasst, alles klar. Dann möchte ich natürlich dementsprechend mal sehen, wie das mit dem Schaden ist. Dementsprechend müssen wir nochmal kurz etwas spieloren. Ja, während ich dahin spiele, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal dafür entschuldigen, dass ich, was ich ja gesagt habe, ich habe ja in der letzten Folge so gemeint, dass ich meine Standards und so weiter habe, und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich es quasi nicht wirklich geschafft habe, diese Woche ein vollständiges Let's Play hochzuladen, dass ich das letzte Dritte hier dann nochmal mit dem neuen Let's Play hinterher werfen werde, beziehungsweise jetzt, wenn ihr das seht, hinterher geworfen habe. Prinzipiell muss ich mich nicht wirklich bei Leuten entschuldigen, weil keine Leute wirklich da sind, beziehungsweise ist da jetzt noch eine Ecke schärfer? Ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise die ein, zwei, die dann doch tatsächlich da sind, die haben schätzungsweise Verständnis dafür. Okay. Naja, das ist so, ist ein bisschen kurz, steuert sich nicht so gut, aber okay. Ja, also sorry dafür. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Aber gleich dazu später nochmal mehr. Wir testen, wie gesagt, jetzt erstmal noch den Rest. Das dauert alles ein bisschen lang hier. Bin halt zu faul, um den Save State zu laden, weil ich Angst habe, dass ich dann unnötige... Immer wenn ich die Aufnahme stoppe und eine neu beginne, habe ich so ein bisschen Angst, dass ich dadurch vielleicht mehr Speicherplatz opfer, als ich normalerweise opfern würde. Deswegen, ich mache das jetzt einfach so. Wird schon schief gehen, ne? So, was kannst du? Du hast größere Raketen, würde ich tatsächlich einfach sagen, oder? Wenn er der Typ war, der immer die kleinen Raketen abgefeuert hat. Das eine oder andere hat sich ja minimal dann immer wiederholt. Komm, sterben wir nochmal. Super, super, super. Ja, während ich jetzt hier wieder dahin spiele, kann ich ja nochmal, was da, dahin spiele, wie das klingt, mich vom Game Over Bildschirm zum Hauptmenü spielen, ja. Das sind auch Sätze, die hast du so noch nie woanders gehört, weil es normalerweise nicht so lang, naja gut, da kenne ich mich jetzt nicht so aus mit dem Speedrunning vom Game Over Bildschirm zum Hauptmenü. Was kannst du? Oh, so ein bisschen, Mobofu, Mobafi, ne? So ein bisschen Ninja-Style wieder. Okay, ja. Ich habe eben vor der Aufnahme so ein paar Dragon Ball-Videos geguckt. Ich bin wieder in einem leichten Dragon Ball-Wahn. Und wenn ich sage Dragon Ball-Wahn, meine ich in erster Linie alles, was vor Super war. Ich komme auf Dragon Ball Super überhaupt nicht klar, ne? Also, als ich da, ich weiß gar nicht, wann das war, 2017, 2018 davon gehört hatte, dachte ich mir auch so, ja, Toriyama, du kommst auch nicht darauf klar, dass One Piece immer noch läuft, ne? Du hattest so viel Potenzial und hast es meiner Meinung nach einfach nicht genutzt. Aber hey, okay. Anscheinend hast du ja eingesehen. Oh, guck mal, Mao Mao, auch komplett anderes Kostüm hier. Eingesehen, dass in deiner Serie, in deinem Universum mehr steckt, als du gezeigt hast. Und dann höre ich einfach... Achso, ja, das ist dann... Wie war denn das? Die Attacke davor hatte immer so eine Zeit angehalten, ne? Und hier hast du ein Schutzschild um dich herum? Hm, okay. Also bis jetzt gefällt mir der alte Mann da, den wir als erstes da freigeschaltet hatten, am besten. Wo war ich jetzt? Ja, also du bist dann anscheinend doch zurückgekommen und hast realisiert... Wieso kann ich hier nicht sterben? Dankeschön, hast realisiert, dass da doch noch mehr rauszuholen ist. Und dann höre ich so von Paralleluniversen und... Plötzlich gibt es blaue Haare und lilane Haare, wobei ich natürlich verstanden habe, dass das
ist ja Goku aus einem Paralleluniversum, aber das ist es. Es gibt dann irgendwie 7 verschiedene Universen und dann Super Instinct, Ultra Master Instinct, und da dachte ich mir einfach nur so, nee. Also die One Piece Leute hatten natürlich auch immer, sag ich mal so, ihre, in Anführungsstrichen, okay, einfach nur längere, erweiterte Raketen. Die hatten in Anführungsstrichen auch ihre Power-Ups bekommen, ne? Beispiel Ruffy mit seinem Gear Second und Gear Third und so. Und dann später haben sie natürlich alle Haki gekriegt, was ich echt scheiße finde, weil, wisst ihr noch damals, also wenn ihr euch mit Animes und mit One Piece auskennt, wisst ihr noch damals mit Crocodile, wo man sich einfach so dachte, Alter, wie wollen sie den besiegen? Der kann sich in... Smoker war natürlich auch geil, der war ja davor, hat Ruffy da so ein bisschen auch gestresst, ne? Da auf dieser Insel da, wo Gold Roger hingerichtet wurde und so, da kam ja kurz Smoker und hat so ein bisschen mit Ruffy gekämpft, und Ruffy wurde ja dann aber von, ihr wisst schon wen, gerettet. Also ich will da jetzt nicht wirklich spoilern, falls jemand das gerade schaut und so. Und dann später Crocodile, der sich halt... Aber das ist jetzt wirklich mal eine Madroschka gewesen, okay? Kreativ sind sie ja, ne? Wo war ich jetzt? Ja, genau. Der sich ja dann in fucking Sand verwandeln konnte und so weiter. Und dann die Art und Weise, wie er dann besiegt wurde, so, dass Ruffy sich dann einfach so immer, Wasser, mit Wasser voll gemacht hat und so. Es war einfach damit geil und kreativ, und als dann diese ganze Haki-Scheiße kam, es ging dann schon, sag ich mal, das war auch nicht so die perfekteste Richtung, aber fernab von dem, die Power-Ups, die sie da fernab von dem bekommen haben, ich fand auch beispielsweise die Idee mit dem Timeskip, dass man einfach 2 Jahre vorgespult hat, schießt einfach eine noch größere Bombe ab, alles klar, hält auch ein bisschen länger. Die Idee fand ich richtig gut, ne? Nur was mich dann richtig abgefuckt hat, war, wie sie mit einigen Charakteren umgegangen sind vom Design her. Ich meine, klar, sie wollen uns zeigen, dass sie sich alle in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt, verändert haben, aber fucking Robin und Nami dann irgendwie ultra... Das ist so... Namis und Robins Brüste sind so ein wenig das Äquivalent zu den Haaren von Dragon Ball, ja? Du hattest erst Super Saiyajin 1, 2, 3, was vollkommen okay ist, wenn wir jetzt GT noch mit dazu zählen, 4. Wieso habe ich jetzt auf Weiter gedrückt? Verdammte Scheiße. Und es gab auch, ich kann mich erinnern, dass ich YouTube-Videos gesehen habe, wo sie auch darüber gesprochen haben, dass sich Namis Brüste auch während den ersten 400 Folgen, also vor diesem Timeskip, immer stetig vergrößert haben, aber das war nie wirklich, es ist nie wirklich zu einem Punkt gekommen, wo man sich dann so gesagt hat, wo ich mir persönlich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, ja, aber so ist es. Du hast dann hier mal so ein bisschen größere Brust, da mal so ein bisschen, passt, ja. So das Äquivalent zu Super Saiyan 1, 2, 3, aber dann hast du auf einmal Ultra Instinct, Blau-Gott Saiyajin-Brüste. Und das war mir dann einfach zu viel, okay? Ich finde Nami und Robin extrem hässlich, in den meisten Situationen. Gerade haben sie natürlich so schönes Kimono-Zeugs und so an, während der Wano Kuni-Arc, da ist das schon nett, aber so... Nee, du... Franky... Moment... Ja, naja, ich gehe mal davon aus, dass ich währenddessen unverwundbar bin. Warte, ich positioniere mich mal hierhin, um das zu provozieren. Ja, naja, also... Nee, du, also für so eine KI ist das ziemlich scheiße. Warum hast du keine blauen Haare hier? Warum hast du die jetzt nicht bekommen? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, habe ich es gerade gesagt, Frankie konnte ich noch nie leiden. Frankie und Lissop und Chopper, ganz ehrlich. So, Chopper war, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt in dieses Anime-Gerede komme, ne, aber es bietet sich hier irgendwie schon wieder an. Und ich bin immer, ohne Scheiß, ich bin immer davon von mir selber fasziniert. Ich denke mir jedes Mal so, aber was ist denn, wenn ich jetzt, nein, es gibt kein Wann. Ich habe immer irgendwas zu erzählen, ja. Es ist mir nicht dann natürlich, die Themen, die ich behandle, sind mir dann wichtig. Ich weiß nicht, wie wichtig sie denn euch sind, für euch sind. Das kann ja sein, dass ihr euch nicht für den... Oh, das passt zum Delfin. Dass ihr euch nicht so für den Kram interessiert. Ja, dann habe ich natürlich gelitten. Aber das kann ja mit allerlei Themen passieren. Ich könnte ja jetzt auch euphorisch über Musik oder so, über Kunst reden. Und muss ja auch nicht jeder kunstaffin sein. Jedenfalls, wo war ich ja? Chopper war am Anfang ganz nett und so. Arzt und schöne, interessante Hintergrundgeschichte und so. Aber, nee, er geht mir einfach nur noch auf den Sack, okay. Und Sanji ist auch viel zu pervers. Also, er war ja schon immer pervers, aber so dieses... Ich finde, man merkt schon, dass One Piece gewisse Mainstream... Oh, Moment, den müssen wir jetzt nicht spielen. Oh, shit, komme ich noch raus, ja. So, One Piece hat... Okay, ist halt nur irgendwie... Schon ziemlich schwach, oder? Oder wählst du dir dann einfach ein Ziel aus und das ist dann ein Insta-Kill oder was? Ja, ich finde schon, dass man an One Piece nach einer Zeit merkt, dass sie sich wirklich bewusst so in die Schiene entwickelt haben. Also... dass Nami Ultra Saiyajin Instinkt Brüste hat, dass Chopper nur noch Kawaii ist und Sanji dauernd pervers ist, so diese stereotypischen Aspekte, die viele Animes immer krasser an den Tag legen. Also du hast ja auch in den späteren Arcs, spontan fällt mir da diese Dressrosa Arc ein, da war irgendwie so ein Charakter, der auch ständig immer gebraucht werden wollte und so weiter. Ich finde schon, dass die Comedy ist nicht verkehrt, die war schon immer da, aber die wurde halt in One Piece immer extremer. Diese ganzen Klischees. Das ist leider eine... Naja, sieht ganz nett aus, aber ist vom Schaden her auch nicht so geil. Wo war ich jetzt? Ja, es ist hart. Man merkt es immer mehr. Aber ich finde es immer noch besser als Dragon Ball. Super. Ja, also, weil du trotzdem immer noch irgendwo... Wow, jetzt leckt es ziemlich krass. Bin zu oft Game Over gegangen, damit kommt das Spiel nicht klar. So alles fernab von dem finde ich ganz nett. Auch so die... Okay, ganz nett ist ein bisschen übertrieben, finde ich schon ziemlich geil. So die Art und Weise, wie sie die neuen Inseln, die neuen Arcs präsentieren. So mit den Hintergrundgeschichten, Dressrosa, die Geschichte von Dressrosa, die Geschichte von Wano Kuni und so weiter. Ist schon ziemlich geil. Nur man hat halt immer seltener diese... Ich kann jetzt, glaube ich, anfangen, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz. Würde mich jetzt mal echt interessieren, warum das hier gerade so ein bisschen geleckt hat. Geht eigentlich vom Speicherplatz her. Verstehe ich nicht. Ja gut, dann spielen wir jetzt mit The Man. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe. Ich erwarte Großes. Schaut ihn euch an, ja. Er steckt voller Mysterien. Er heißt The Man. Ja, das ist nicht irgendein Mann. Das ist der Mann. Der Mann, der uns jetzt alles geben wird. Ich erwarte Insta-Kills bei diesem Marienkäfer Flugschiff, welches sich Diablo tauft, okay? Schaut ihn euch an, er hat noch nicht mal ein Gesicht. Er soll wahrscheinlich uns repräsentieren. Und wir, ja klar, wir spielen jetzt natürlich normal mit dem durch. Das heißt, ich spam jetzt noch keine Waffen. Ja, habe ich noch, fällt mir jetzt spontan noch was mit dem Thema ein? Habe ich es gerade gesagt? Sorry, ich bin wieder so ein bisschen durcheinander. Upsi pupsi, da bin ich gestorben. Ja, was mir persönlich fehlt, sind diese Crew-Momente, die sind in den letzten Jahren ziemlich auf der Strecke geblieben. So dieses einfach mal zusammen angeln oder dieses, dass Sanji und Zoro sich gegenseitig an die Gurke gehen und so weiter. Der freundschaftliche Aspekt, der ist... Weil man hat ja jetzt mittlerweile diese, ja...
seit Law dabei ist. Law ist auch einer dieser Charaktere, für den würde ich schwul werden, ganz ehrlich, Alter. Law ist Perfektion, okay? Also, auch vom Charakter her, von der Stimme her, Law ist einfach der Geilste, ja? Und ich möchte, dass er der Crew beitritt. Ist mir scheißegal, ob der... Seine fucking Crew! Was ist das? Du, den einzigen, den du von der Crew siehst, der einzige, der raussticht, ist Pepo. Der komische weiße Bär da. Die anderen sind Statisten, die sehen alle gleich aus, ja? Also komm schon, seine Crew muss sterben. Oder verlass sie einfach, oder was weiß ich. Law muss der Strohhutbande beitreten, ja? Ansonsten ist echt der vierte Weltkrieg angesagt. Dann ist Game Over. Dann laufe ich rum und metzel euch alle ab, okay? Wenn Law irgendwann nicht mehr mitspielt, dann spiele ich auch nicht mehr mit. Dann spiele ich gar keine Spiele mehr für euch, dann schließe ich meinen Kanal. Und da ich jetzt auch der größte und beliebteste bekannte YouTuber der Welt bin, da ich ja auch 300 Milliarden Abonnenten habe und so, das ist eine Drohung, ja. Die Drohung geht raus und, also jetzt in dem Moment ist sie offensichtlich rausgegangen. Und schätzungsweise solltet ihr dann meinem Wunsch Folge leisten, ansonsten gibt es halt echt Stress hier, okay. Ja, aber, wo war ich jetzt eigentlich? Ja, genau, seitdem er angekommen ist, diese Perfektion in Menschengestalt, seitdem die so meinte, ja, also, ich habe da so einen Plan und wir machen dies und das und, die Fabrik und so, ich will ja, wie gesagt, nicht spoilern, ne, seitdem der Plan halt da ist und so, ist alles sehr, sehr geradlinig. Vorher war das irgendwie immer so, ja, so die segeln halt und dann passieren Sachen. Jetzt ist es so, du weißt, was sie machen wollen und es ist auch an und für sich nicht verkehrt, aber trotzdem meiner Meinung nach gefühlt ein Stück weit zu starr. Das hattest du vorher halt nicht, aber okay. Ich wollte ja jetzt eigentlich ein Fazit machen. Man darf die Zeit ja hier nicht falsch berechnen hier. Ich hab ja jetzt nicht ewig Zeit. Normalerweise dauern meine Fazit immer so 40, 50 Minuten und eine Runde dauert hier an die 25 Minuten, also so viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Vieles wurde ja auch schon gesagt, an und für sich ist das erste Mal, dass ich richtig intensiv einen, das ist horizontal, ne? Ich habe gewisse Sachen, kann ich mir nicht merken. Ich habe auch beispielsweise so mein Problem mit Tante, Cousine, Onkel und so weiter, mir das zu merken. Es gibt einfach Sachen, die kriege ich nicht in meinen Kopf, ja. Es ist so dieses leicht Autistische kommt da wieder in mir hervor. Und so ist es auch so, dass ich horizontal und vertikal gerne miteinander vertausche. Ich glaube, also, ich habe mir da versucht, so eine Eselsbrücke zu bilden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so stimmt. Horizont ist ja, wenn man nach oben schaut, ne? Und wir schauen ja quasi immer nach oben. Und deswegen sage ich jetzt mal, das ist horizontal. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Früher hatte ich ganz, ganz kurz mal so ein paar Sachen gespielt, aber in erster Linie dann dementsprechend das Gegenteil, Vertical-Shooter. Ich finde, das nimmt sich beides jetzt nicht so viel. Es ist so oder so ist das okay. Es ist halt einfach nur eine andere Perspektive. Und generell, so was das Genre angeht, habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass das wirklich für den Schnapper, Schnaggeli, Doubly für zwischendurch ist das echt geil, aber ich bin so übersättigt von diesem gottverfickten Spiel, weil ich das jetzt ja schon locker mindestens 10 Stunden spiele, also natürlich Videolängen betrachtet jetzt nicht unbedingt, aber ich habe ja, wie ihr gesehen habt, die ganzen... Wieso ist das jetzt passiert? Hatte der vorher nicht was anderes gemacht? Oder hat die es bis jetzt noch nicht eingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch nur 2 haben, ne? Interessant, interessant. Ich gehe davon aus, dass er mächtigen Schaden austeilen würde, wenn mich das Spiel mal nach oben lassen würde. Seht ihr das? Ich konnte da nicht eher nach oben gehen. Voll komisch. Ja, also ich habe das locker 10 Stunden gespielt, mindestens. Und man hat hier natürlich auch gewisse Fehler gemacht, ganz klar. Meine Fehler bei diesem Spiel waren, dass ich halt
der Meinung war, ich müsste das sofort auf hart spielen, natürlich für den Unterhaltungsfaktor und so weiter, ne, hatte ich ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass man auf den höheren, härteren Schwierigkeitsgraden dann auch sehen kann, ob die Spiele funktionieren, ob sie in irgendeiner Art und Weise unfair sind. Und ja, die letzte Stage ist immer fucking unfair, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Und gerade deswegen, wenn man dann auf hart spielt und dann wieder auf leicht stellt, gerade dann sieht man, dass das schon ziemlich lächerlich ist, was da in der letzten Stage passiert. Also dass es dann quasi vollkommen egal ist, auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst. Du hast halt nur auf leicht den Vorteil, dass du das immer wieder versuchen kannst, denn sonst ist das ziemlich gleich. Und dadurch, dass ich es ja eben auf hart gespielt habe, dann später realisiert habe, dass man da ja, also es wäre halt praktisch gewesen, wenn ich es dann direkt mit allen Charakteren geschafft hätte, aber dadurch, dass ich es nicht geschafft habe, dann später gemerkt habe, spontan gemerkt habe, dass man dann noch Sachen freischalten kann und ich mich dann dazu entschlossen habe, nochmal dann dementsprechend alle Charaktere durchzuballern, damit ich das eben halt auch sehen kann, habe ich doppelt so viel Zeit rein investiert, als ich hätte rein investieren müssen. Von daher ist es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das objektivste Fazit, denn jedes Spiel kann dir zum Halse raushängen, wenn du es halt lang genug spielst. Und von daher, also, wenn ich jetzt mal die Hälfte der investierten Zeit abziehe, ist das vielleicht dann doch gar nicht mehr so schlimm, wie es sich halt gerade anfühlt. Ich finde halt nur, was definitiv einschläfernd nervig ist, ist die Tatsache, dass du zwar einiges freischalten kannst, was dem Spiel natürlich zugutekommt, aber auf der anderen Seite du stage-mäßig ist das Ganze nicht so wirklich an die freischaltbaren Sachen angepasst. Also du hast, wie viel hast du? 14 verschiedene und du hast aber irgendwie nur so 12 Stages oder so. Also es wäre halt schon echt cool gewesen, wenn jeder Charakter vielleicht so seine, wenigstens eine individuelle Stage hätte oder im besten Fall natürlich eine komplett eigene Kampagne. Auf der anderen Seite muss ich aber wieder mal sagen, ich hatte es ja in den letzten Folgen ein, zwei Mal gesagt, dass du schon gewisse Unterschiede hast. Also je nachdem, wen du spielst, hast du hier mal einen Gegner mehr, da mal einen Gegner weniger. Oder vielleicht auch eine ganz andere Bossform, wobei ich mir ja nicht hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich an meinem Flugzeug liegt oder ob das einfach wieder mit irgendwelchen Sachen zu tun hat, die man nicht hundertprozentig beeinflussen kann. Das ist halt auch so das Ding. Es ist, du hast meiner Meinung nach zu wenig Stages, zu wenig Abwechslung für die Anzahl an Fliegern und das, was du aber hast, ist halt irgendwie, also die Sachen, die du freischalten kannst und die Art und Weise, wie die Stages rotieren, also ihr wisst ja, so Stage 2 ist halt auch irgendwie random oder auch nicht, es liegt an der Punktzahl oder auch nicht. Ob ich am Ende gegen Global Bobble oder gegen den Fisch kämpfe, ist random oder auch nicht. Also das Spiel kommuniziert für mich zu wenig. Ich hätte da gerne etwas mehr Transparenz gehabt. Und natürlich muss man auch sagen, dass es in gewisser Weise auch natürlich unvollständig ist, weil wir ja hier normalerweise noch ein wenig Story gehabt hätten. Zwischendurch hätten die Charaktere zwei, drei Sätze gesagt und am Ende hätten wir ein, so wie ich das, ich habe nur eins gesehen, es sieht wahrscheinlich bei allen mehr oder weniger so aus, ein Visual Novel mäßiges Ending erspielen können pro Charakter. Also so ein bisschen wie bei Spielen wie Twisted Metal oder Tekken, ne? Da hast du dann etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Du weißt, hey, wenn ich das jetzt, das Repetitive hinter mich bringe, dann kriege ich ein schönes, lustiges, interessantes Ende, was dann die Reise irgendwie rechtfertigt. Aber das hast du hier halt nicht, weil die Leute, die das Ganze für Europa gemacht haben, beziehungsweise für Europa und Amerika, der Meinung waren, sie müssten faule, muttergefickte Bastarde sein und das ist halt nicht so geil. Also ich würde dann der japanischen Version definitiv ein paar extra Punkte geben, ob das, was man dann letzten Endes
storytechnisch bekommen würde, ob das dann das alles rechtfertigt, ob das dann letzten Endes gut ist, das steht erstmal auf einem anderen Papier, ne? Da müsste man halt irgendwie Japanisch können oder sich irgendwelche Internetseiten suchen, die das Ganze halt übersetzen. Aber so grundsätzlich erstmal die Tatsache, dass wir das eben halt nicht haben, eben aufgrund der Tatsache, dass die Leute halt faul waren, das ist schon ziemlich traurig und dementsprechend muss man dieses Spiel halt auch minimal, diese Version minimal anders bewerten. Der Soundtrack ist okay. Da hatte ich ja auch schon gemeint, dass es halt Leute gibt, die... Guck mal, jetzt drücke ich Kreis und er macht was anderes. Also, mein Special. Guck, da kommen jetzt nicht diese Super-Dings-Bums-Attacker. Also, er hat zwei verschiedene Specials. Sehr, sehr interessant. Ja, es gab natürlich Leute, die so gesagt haben, ja, und die Musik und Nostalgie und bla und Keks. Und ich habe es ja auch damals gespielt. Nostalgie war jetzt nicht wirklich vorhanden. Also, naja... Wie gesagt, subjektive Geschichte, schätzungsweise die Level an und für sich sind jetzt auch okay, sage ich mal. Also ich bin ja geografisch und so jetzt nicht der Beste und so. Und ich weiß nicht, ob die Level wirklich das irgendwie wiedergeben, was in ihrem Namen drin ist. Also beispielsweise, wenn wir halt in Paris sind, ob man da Paris von oben wirklich wiedererkennen kann. Ich habe jetzt spontan keinen Eiffelturm oder so gesehen. Wäre wahrscheinlich auch zu hoch gewesen, ne? Dann hätte man ja die Gegend fahren können oder so. Aber, ne, also... ich mag, wie gesagt, auch nicht so dieses militärische Setting. Ich hasse es aber auch nicht. Es ist halt irgendwie da. Aber es ist jetzt nichts, was mir länger im Kopf bleiben wird. Da gibt's, wie gesagt, Besseres, wie Parodius beispielsweise, wo in jedem Level wirklich ein astreiner Soundtrack drin ist und sehr, sehr komische, abgefuckte Kreaturen und so weiter. Die Sachen, die man dann letzten Endes hat, um nochmal auf die Flugschiffe zurückzukommen, die hat man, da hat man sich definitiv Mühe gegeben. Also du hattest hier und da mal so ein paar Fähigkeiten, wo ich mir dachte, ja, okay, der kann jetzt Bomben feuern und der andere feuert etwas größere Bomben, okay. Also minimal hat sich das schon wiederholt, aber im Großen und Ganzen hat man sich da schon sehr, sehr Mühe gegeben mit den Specials, mit den Schussverhalten, Flugverhalten. Du hast Flieger, die langsamer sind, dafür aber stärker und andersrum. Du hast... Naja, natürlich besonders die freischaltbaren Figuren hier haben sehr, sehr interessante, herausstechende Flugschiffe. Hier und da hattest du ein paar Helis, ein paar Harrier nennt man die Dinger, glaube ich, und so. Ich bin jetzt kein Flugzeugexperte, ne, aber ja, also, es war okay. Was noch? Ja, die Tatsache, dass man auf dieser Version, die nicht speichern kann, ist extrem beschissen, weil wie willst du denn an das alles kommen, was ich eben aufgezählt habe? Da braucht man sich dann nicht wundern, dass dann hier die negativen Reviews fliegen, wenn Leute sich dann irgendwann so denken, ja, also, ne, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie 8 Stunden... Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Tag, wo ihr irgendwie 2 Stunden spielt, ja, und dann müsst ihr aber aufhören. So, und am nächsten Tag müsst ihr dann diese 2 Stunden ja halt wieder spielen, weil ihr konntet das ja nicht speichern und so. Also, so ein bisschen hat man sich da schätzungsweise auch ins eigene Fleisch geschnitten. Ich weiß jetzt nicht, ob das potenziell, kann das was mit der Lokalisierung zu tun haben? Also, dass sich die Leute außerhalb von Japan auch wieder so dachten, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also, können die Leute in Japan auf der japanischen Version können die speichern. Das ist die... Oh shit, das ist stimmt, das ist ja das vorletzte Level. Das ist die große Frage, ja. Und generell, um nochmal auf das letzte Level zu sprechen zu kommen, man merkt hier natürlich, und das ist ja auch so, dass die ursprüngliche Fassung ein Arcade-Automat war, man merkt natürlich wieder dieses... Ja, und jetzt werf deine Münze rein, wenn du weiterspielen willst und so, ja. Also dieses typische
Es ist kurz, es ist irgendwann schwer, aber nur dieses irgendwann schwer, das ist halt in diesem Fall wirklich irgendwann ziemlich spät gewesen, nämlich halt im letzten Level, beziehungsweise gerne auch hier im vorletzten, die achte Stage hat ja auch den Kniff, dass man das mit drei Leben schaffen muss, ne, es ist auch, es ist nett, aber so grundsätzlich finde ich, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad man das spielt, die ersten sieben Level sind einfach nur lächerlich und dafür sind die letzten beiden dann umso schwerer, also diese, ach, da hätte ich ein bisschen eher zurückgehen sollen. Diese Kurve ist einfach viel zu steil. Man hätte jedes Level steigend, natürlich Level 2, 3, 4, 5, umso weiter man kommt, umso mehr hätte man den Schwierigkeitsgrad andrehen sollen, logischerweise, damit das hier nicht so unfassbar komisch wirkt. Ja gut, jetzt muss man hier dazu sagen, dass man ja... Dass ich ja glücklicherweise mittlerweile verstanden habe, dass man bei diesem Bermuda-Dreieck hier bei dem Spasti nicht wirklich kämpfen muss, auch gar nicht kann, weil das ist halt so das Ding bei diesem Konzept der Shoot'em-Ups. Ihr seht ja, dass sich das Bild weiter bewegt, obwohl ich ihm überhaupt gar keinen Schaden mache. Und da sieht man halt, dass da quasi ein Skript abläuft, den du natürlich nicht unter Kontrolle hast, was ich auch von anderen Shootern anders kenne. Also andere Level zeigen es ja auch. Ja, du hast dann in anderen Stages, wenn du einen Boss hast, da bist du halt gegen durch Wolken oder so geflogen, durch leere Szenerien, sage ich mal, und das impliziert ja, dass du gerade bestimmst, wann es weitergeht und wann nicht, aber hier ist es halt nicht so und das wirkt einfach so komisch, ja. So manches passt einfach nicht zu dem anderen, aber ja, also wir hatten jetzt hier wirklich, sage ich mal, das Glück, dass ich das hier verstanden habe, dass man das halt so spielen muss. Das bedeutet aber halt nicht, dass man kann es leider nicht für die anderen Wege sagen, für dieses, was war denn das? Another Dimension? Oder ist das, nee, das hier ist ja das Bermuda-Dreieck. Wir haben ja noch Another Dimension, das war das mit diesem Insektenspasti und die Orbit-Stage, wo wir da irgendwie gegen einen Satelliten oder so kämpfen mussten, irgendwie sowas, ja. Die sind halt extrem hart. Und da kann man sich halt nicht mehr oder weniger übertrieben gesagt durchcheaten. Alter, das Spiel hat mir gerade ein Herz, Kasper, gegeben, ne? Ich hatte jetzt 15 Sekunden ein stockendes Bild. Alter, ich dachte schon, ist jetzt nicht dein Ernst. Oder du willst jetzt nicht, dass ich das nochmal spiele. Dann wäre ich ja komplett ausgerastet, ey. Ja, fernab von dem nutze ich nochmal die letzten Sekunden, um auf meinen Titcom-Channel aufmerksam zu machen. Denkt wirklich drüber nach, Leute. Ja, das ist alles kostenlos. Es kostet euch nichts, die 200, 300 Videos, die ich... Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Wobei ich hätte den Satz anders beenden sollen. Ich wollte gerade sagen, die 200, 300 Videos, die ich euch in der Woche liefere. Naja, im Monat kommen wir locker auf 200, 300 Videos. Das ist alles kostenlos. Ich habe in der Vergangenheit oft immer die Döner-Metapher verwendet. Ihr könnt euch natürlich für 2,50 ein fucking... Oh nein, Ich hab's vergessen. Ich weiß aber auch nicht wieso, weil auf leicht wäre mir das jetzt auch passiert. Ich war gerade so sicher, beziehungsweise auch gleichzeitig irgendwie so verunsichert, weil ich die Spasti-Blobs nicht kaputt bekommen habe. Naja, gut. Habe ich nochmal ein paar extra Sekunden mehr für mein Gedöns, aber es hätte jetzt auch so gut gepasst, ne? Kannst du bitte sterben? Nee, okay, da muss ich dann das einsetzen. Von mir aus. Ja, ihr könnt euch für 2,50 einen Döner kaufen, ne? Wobei, da muss ich auch schon sagen, wärt ihr echt gut dabei. Also mein Döner hat vor ein, zwei Jahren auch noch so 2,50 gekostet, aber mittlerweile sind wir da, glaube ich, bei 4, Moment. Ja. Ey, scheiße. 4 Euro kostet der Döner bei uns mittlerweile, ne? Es ist so lächerlich.
Es ist so lächerlich, Alter. Wie kann man denn von 2,80 auf 4 Euro Döner kommen? Das ist so absurd. Oh, Moment, jetzt muss ich ja wirklich schießen. Ich mache hier schon wieder Scheiße am laufenden Band, ey. Oder was weiß ich, so ein Eis für 1 Euro oder so. Ja, ihr könnt euch davon ein Eis kaufen und habt mit dem Eis dann so... Ja, das war jetzt natürlich schlechtes Timing. Was weiß ich, 10 Minuten Spaß, wenn es ein super langes Eis ist und ihr lange dran lutschen könnt. Und Moment, warum passiert das jetzt? Das ist das, was ich meine. Das ist doch eben nicht passiert. Warum passiert das denn? Wenn es Roboter-exklusiv gewesen wäre, was ich ja vor 1-2 Folgen angenommen habe, dann wäre das doch vollkommen korrekt. Aber wieso machen wir zweimal dieselbe Stage und es passiert was komplett anderes? Da werden jetzt manche Leute sagen, ja, das ist doch voll geil. Ich denke mir aber nur so, fickt euch, ich will dieses Scheißspiel jetzt beenden und man lässt mich einfach nicht. Es ist so komisch. Liegt es daran, dass ich einen Schuss mehr abgegeben habe oder wie oder was? Und oh, scheiße, ich muss daran denken, dass ich nicht unbegrenzt Gutines habe. Es ist so lächerlich, ey. Es ist einfach so lächerlich. Ja, genau, also ihr könnt 10 Minuten Spaß mit dem Eis haben, ja, um jetzt die Metapher nochmal etwas zu strecken, weil das Spiel streckt sich ja jetzt auch aus unbekannten Gründen weiter und weiter und weiter. Oder ihr könnt halt mir den Euro geben und ich gebe euch dafür nicht 10 Minuten Spaß, sondern 20 Stunden Spaß in der Woche. Sagen wir 15, klingt realistisch, 15 Stunden Spaß in der Woche sind 60 im Monat, finde ich, ist ein bisschen besser als ein Eis, oder? Kann man sich ja mal überlegen. Denn fernab von meinem YouTube-Dasein habe ich nur einen kleinen Zeitungsjob. Das hatte ich euch ja auch schon erklärt, der mir nur 225 gibt. Jetzt habe ich ihn direkt penetriert. Was ein Scheiß. Das war aber auch jetzt eine andere Penetrations... Animation, ne? Weil normalerweise geht das Ding ja kaputt und er steht dann so da und naja, was auch immer. So, können wir das jetzt irgendwie... Ja, da muss ich nochmal feuern. Leute, das war doch schon wieder zu viel. Was soll denn der Scheiß? Da kam dann auch so spontan ein U-Boot nach unten, was normalerweise nicht runterkommt, ne? Ja, ich check das schon. Ihr wollt... Das Spiel will mich einfach nicht gehen lassen. Wie das eine E-Girl da, ne? Ich sag immer, dass eine E-Girl... Das Ding ist, es ist halt wirklich so, dass... Das passt halt. Du hast ein E-Girl, was zu der Situation passt und ein E-Girl, was zu der Situation passt. Mir gehen die E-Girl-Witze halt nie aus, weil es halt leider so passiert ist. Was soll ich sagen? Ich lass dich nicht gehen. Ja, gut, wir müssen nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls, ja, ihr könnt hier, wie ihr mitkriegt, eine Menge Spaß mit mir haben. Oder auch nicht, natürlich. Ich würde mich sehr freuen, denn, ach, das hatte ich ja eben gesagt, ne, 25 Euro habe ich am Ende des Monats. Danke dafür, Iblali. Und wieso... Seit wann können die Blobs denn schießen? Das haben die doch noch nicht mal auf hart gemacht, oder? Oder ich habe zu lange leicht gespielt, ich bin mir nicht sicher. Meiner Meinung nach konnten die das noch nie. Ja, das liegt daran, dass ich The Man spiele, ne? The Man muss sich beweisen. Ich muss oder ich habe an die kleinen Blobbies gedacht. Das könnte auch sein. Das ist so random, ne? Jetzt habe ich wieder die Fähigkeit. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Bitte lass es reichen. Okay, danke. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich für meine 100%, die ich ja jetzt erreicht habe, die ich dann in die Videobeschreibung schreiben kann, ob ich jetzt dafür noch irgendwas kriege. Der super ultra hardcore Porno-Modus. Nee. Hast du denn kein extra Fahrzeug? Ja, hatte er auch nicht. Und die Tatsache, dass man hier nicht zwischen Mal unterscheidet, was man ja anhand der Medaillen sehen kann, ne? Hier hatte ich ja auf hart durchgespielt und bei den anderen auf einfach. Man sieht hier aber keinen Unterschied. Das ist, naja. Ansichtssache, einerseits ist es natürlich gut für den Casual-Player, wie man immer so schön sagt, denn der kann trotzdem alles kriegen, ohne sich wirklich hart verausgaben zu müssen. Andererseits schmälert das dann natürlich auch dementsprechend den Ruhm, den Reichtum für Leute, die sich tatsächlich angestrengt haben, ne? Das ist halt Ansichtssache, sag ich mal. Ja,
Ich glaube, das war's dann jetzt tatsächlich, oder? Fairerweise muss man sagen, dass wir uns noch nicht den Time-Attack-Modus angeschaut haben. Also machen wir das mal kurz 2 Sekunden. Wird einfach dasselbe sein, nur dass da halt eine scheiß Zeit läuft. Ne? Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wird wahrscheinlich so sein. Wer steckt eigentlich nun hinter The Man? Keiner weiß es. Es bleibt auf ewig ein Schatten. Ach nee, das ist quasi ein Boss Rush. Eben dachte ich, Moment, andere Stages? Es ist ein fucking Boss Rush! Ja, geil, Leute! Okay, das müssen wir jetzt aber noch einmal versuchen. Ich weiß zwar nicht, ob mein Speicherplatz dafür reicht, aber okay. Ich versuche das jetzt, ja. Also, ja, das ist halt echt... ist halt echt so, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich muss da spontan an Metal Gear Solid 2 denken, an den Boss Rush, das war auch was, ne? Halten die irgendwie mehr aus? Nee, aber ich glaube, die haben ein leicht anderes Design. Das ist halt so das Ding, anstatt da sowas zu machen, mach doch noch 1, 2 Stages mehr. Also, ich weiß nicht, bin ich da jetzt irgendwie zu hart oder so? Es ist ja irgendwie so die Mitte der 90er und so, da ging es doch nicht so einfach, ne? Heutzutage, ja... Hätte ich vielleicht dann irgendwie hoffen können, dass es ein DLC gibt. 2 neue Stages für 20 Euro. Klingt realistisch, oder? Dann geht so eine Stage 1 Minute. Huiuiui. Das wäre doch was. Das sind Sachen, die würde beispielsweise Cashcom gut hinkriegen. Wenn man mal bedenkt, dass die doch tatsächlich wollen, dass man sich nochmal Devil May Cry 5 holt. Für, ja... 40 Euro war das, glaube ich, nur damit man fucking Virgil spielen kann. Und ja, ich weiß, der... Oh, das war's. Der Legendary da... Kann man bitte jemand meine Zeit stoppen? Ich kann nicht... Komm! Moment! Ja, okay. Meine Zeit steht jetzt natürlich nicht da, weil sie nicht gut war, aber... Also, das waren... Nur mal, damit wir uns verstehen, das waren 18 Sekunden, ja? 18 Sekunden, nicht 21 oder so, weil die Zeit weiterläuft. Dieser Moment, wenn die Regie einfach zu blöd ist, die Zeit zu stoppen, ne? Erinnert mich ja spontan irgendwie an die Rocket Beans. Ja, wo war ich jetzt? Fuck, ich habe komplett den Faden verloren. Ach ja, ja! Devil May Cry 5 Special Edition, ne? Ja, der Legendary Dark Knight Mode und der Speed Mode und so weiter. Aber komm schon, das sind Sachen... Kannst du mir nicht erzählen, dass das 40 Euro rechtfertigt, ja? Also, erst war ich super froh, dass Cashcom es geschafft hat, endlich mal 2 Gehirnzellen zu reanimieren und auf den Gedanken zu kommen, dass, ja, ein neues Devil May Cry, das könnte uns potenziell, aber auch nur potenziell, sehr, sehr viel Geld einbringen. Genauso wie ein fucking Resident Evil 2 Remake. Boom! Mindblown! Damit hätte ja niemand rechnen können, dass das so gut reinballert, ja? Aber ich war froh, dass sie das gerafft haben. Hat mich sehr gefreut. Ich habe sehr, sehr gute physische, mentalitäre Synapsen seitens Cashcom entwickelt, Capcom, ja? Und dann sind sie aber wieder zu Cashcom geworden. So, also, ja, also... wir sind jetzt auf die schlaue Idee gekommen, nach, was weiß ich, 20.000 Jahren ein neues Devil May Cry zu machen. Ja? Wir könnten ja jetzt potenziell ein neues... Ah, nee, komm, wir wollen es nicht übertreiben, okay? Wir haben den Leuten jetzt einmal was gegeben und jetzt sollten sie die nächsten 20 Jahre die Klappe halten und wieder schön uns die Brieftaschen geben, ja? Also es war anscheinend zu anstrengend und zu viel verlangt, so all das, was sie jetzt in den letzten... 7, 8 Monaten gut gemacht haben, das muss man wieder kompensieren. Ja, das ist so wie so ein Zondere-Charakter. Ja, wenn der mal aus Versehen nett zu dir ist, dann muss er die nächsten 30 Jahre wieder ein Arschloch zu dir sein, weil er darf ja nicht out of character sein. Und so dachte sich Capcom so, jetzt ist mal wieder Cashcom-Zeit. Ja, also so absurd. Aber dann hast du natürlich im Kommentarbereich unten auf YouTube wieder die ganzen Leute gesehen, die unter dem Trailer geschrieben haben, oh, Capcom erwartet jetzt von mir, dass ich mir das Spiel nochmal kaufe, nur für Virgil, da liegen sie verdammt richtig. Und ich denke mir nur, ihr dummen Auschwitz-Schablonen. Und das ist genau das, was ich in der letzten Folge auch meinte. Ja, die Gaming-Industrie ist scheiße, die DLC-Politik ist scheiße und wer hat es zu verantworten? Ihr! Fuckt mich extrem ab, aber okay, ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht
schon wieder so abgehen. Aber okay, ja, Leute, das war's. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin so froh, dass die Scheiße vorbei ist. Ich hatte wirklich Spaß. Aber man muss sich definitiv fürs nächste Mal merken, für das nächste Spiel. Ich schaue, ihr könnt ja mal runterschreiben, wie euch das gefällt und so weiter. Dann versuche ich, ich hatte das ja bei Tekken auch versucht, immer so regelmäßig alle paar Monate so ein Beat'em-up zu spielen und so kleine, knusprige, knackige Let's Plays, wo man auch so ein bisschen reden kann, wobei ich rede überall. Wenn ich reden will, dann rede ich. Ist mir scheißegal, was im Hintergrund läuft, ja. Aber ja, wir müssen mal schauen, wann das nächste kommt. Ich hoffe, das dauert nicht zu lang. Das letzte Mal, als ich ja sowas gespielt hatte, war Anfang 2013 oder kurz vor 2013, so Silvesterzeit 2012 oder so. Das war fucking Parodius, ja. Also es hat jetzt 8 Jahre gedauert. Herzlichen Glückwunsch, Raven. Also da gibt es noch so viel und wir können auch die Sonic Wings, das ist ja jetzt quasi, wenn ich das richtig verstehe, Teil 4. Es gibt ja noch Sonic Wings 1, 2, 3. Die ganzen Parodius-Teile, Gradius-Teile und so weiter, kann man sich ja alles gönnen und so. Und da werden wir dann definitiv, werde ich mich vorher schlau machen, ob man irgendwas freischalten kann. Und dementsprechend spielen wir die Sachen erstmal auf normal, damit wir alles haben. Spart die Hälfte der Let's Play-Zeit. Hör ich jetzt keinen Ton mehr? Ah ne, der Ton kam ja verspätet. Und dann machen wir die ganze Scheiße auf hart, ja. So, aber ja, also ich fand die Idee jetzt nicht schlecht, das war halt nur dumm wegen der ganzen Freischaltscheiße. Aber okay, ja. Freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mich so lange ausgehalten habt, dass ihr die Off-Topics überlebt habt, euch vielleicht nicht unbedingt von allem angesprochen fühlt, dass jemand der Meinung war, ihr müsste mir für Folge 13, ich weiß nicht, ob die Folge 13 jetzt die deine Lieblingsfolge war oder so, ein Abonnement geben. Das war ja, ach, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, das war ja die Folge, die hatte ich auch vor ein, zwei Stunden kontrolliert. Die, habe ich eigentlich das Datum gesagt? Wir haben jetzt den 26.09. um 7.34 Uhr, also das heißt, vorher, als ich hier angefangen habe mit der Folge, war es 6 Uhr irgendwas, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Das war ja die Folge, wo ich über Viren und so weiter geredet habe. Es heißt übrigens anscheinend RAN Software mit N, nicht RAM. Habe ich anscheinend immer falsch verstanden. Sorry dafür. Dann macht das Ganze auch jetzt mehr Sinn, ne? Also es soll anscheinend, wahrscheinlich habe ich mir vorher so gedacht, nee, das meint ihr doch nicht ernst. Oder dass das quasi so ein Wortwitz ist. RAN Software. Moment, RAM. Heißt es jetzt RAN-ware oder? Nee, RAN-somewhere heißt es. Ja, RAN-somewhere, also renn irgendwo hin. Das soll wohl der Witz dahinter sein. Es ist eine Software, die dich zwingt, panisch im Kreis zu rennen. Schätzungsweise, ja. Das nun mal so als kleine Korrektur am Rande. Ja, ferner von dem werde ich jetzt die Beine in die Hand nehmen, das alles kontrollieren, schön rendern, kontrollieren, ja, also genau so. Einfach, wir kontrollieren, dann rendern, dann kontrollieren wir, dann gehe ich schlafen, dann kontrolliere ich nochmal und im besten Fall dann innerhalb der nächsten ein, zwei Tage noch fucking Dead or Alive durchspielen. Ja, mal gucken, wie das wird. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und kauft euch bitte nicht die fucking Special Edition von Devil May Cry 5, das ist so lächerlich. Fucking Virgil, ja, der in Devil May Cry 3 Special Edition dabei war, in der Devil May Cry 4 Special Edition und nicht wirklich was dazugelernt hat. Ja, also momentan sieht es ja sogar so aus, als hätte er was verloren. Im 3er und im 4er konnte er ja Beowulf und Rebellion einsetzen. Jetzt sieht es so aus, als könnte er nur noch sein Katana schwingen. Also das ist so absurd, dass dieser ikonische, supergeile Charakter, dass der nicht von Hause aus dabei war. Das ist wirklich absolut lächerlich. Unterstützt das bitte nicht. Und unterstützt auch 25.000 andere Sachen nicht, die offensichtlich nach Abzocke schreien. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.